Hey meine Lieben und willkommen zurück zu diesem Kanal. Ich habe heute ein neues Video für euch und zwar wie versprochen, und zwar ist das Drogerie-Make-up. Der Preis beträgt ca. 31 Euro, finde ich viel, klar, für Leute, die gerade wenig Geld haben, aber einige Produkte wie Concealer halten bei mir auch um 1 oder 2 Monate, also von daher finde ich, rentiert sich das schon. Ich zeige jetzt einmal die Produkte, die ich verwenden werde. Und meine Pinsel, und ich würde sagen, dann starten wir mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also als allererstes benutze ich die Fit Me Foundation in der Farbe 102. Die kostet, muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken, 5,95 Euro in der hellsten Farbe. Da benutze ich die Mascara von Essence, das ist eine gute Alltagsmascara und eine gute Drogeriemascara. Die kostet 2,95 Euro. Muss ein bisschen auf meinen Zettel gucken, ich kenne die ganzen Preise nicht auswendig. Braucht nicht jeder, deswegen spart euch wahrscheinlich 3 Euro. Das sind die Cicatrice Camouflage Cream, und dadurch, dass ich manche Rötungen im Gesicht habe, benutze ich gerne die Camouflage Cream auch in grün, um diese Rötung abzudecken. Braucht ihr nicht, wenn ihr keine Rötungen habt, sondern wenn ihr nur Pickelchen habt. Aber ich finde, beide verkehrt oder beide zu Hause zu haben, ist nie verkehrt. Dann kommen wir zu dem Blush, und zwar ist das auch ein gutes Alltagsblush, das ist von Essence. Das ist der Blush The Beach House. Das kostet 3,89 €. Dann haben wir hier den Bronzer. Es gibt ja den Bronzer von Benefit, und jetzt habe ich mal gesagt, ich probiere ein gutes Dupe aus. Und zwar ist es der Honolulu Bronzer von W7. Ich finde den eigentlich echt gut, der ist nicht zu dunkel. Und wenn man den wirklich dezent aufträgt, dann ist der, finde ich, genauso gut wie der Benefit Bronzer. Also ein gutes Dupe dafür, falls ihr nicht einseht, bei 35 Euro was einen Bronzer zu kaufen. Dann benutze ich noch meine Glow Highlighter Palette, die ich neu gekriegt habe. Die kostet 2,32 €, irgendwie voll die komischen Summen. Dann benutze ich noch den Baby Lips Blush für 2,99 €. Der pflicht nicht nur, sondern gibt auch noch Farbe ab, was ich eigentlich mega, mega schön finde im Alltag. Und zum letzten zwei Produkte ist einmal die Revolution Palette. Es gibt günstigere Paletten, klar. Die von Essence sind auch sehr günstig, aber ich habe so Alltagsfarben gesucht und auch halt auch dramatische Farben, dass ich beide schminken kann, also einen alltäglichen Look und halt einen dramatischen Look. Und die kostet 5 Euro, aber Leute, guck mal, ich finde die Farben mega schön. Ihr habt hier dezente Farben und dann habt ihr noch etwas stärkere Farben, das heißt, ihr könnt beides damit schminken. Dann habe ich hier noch Puder. Ich nehme grundsätzlich Babypuder zum Abpudern, aber auch zum Baken, aus dem Grund einfach, ich finde nicht, es muss das teure Puder sein, weil Babypuder tut es genauso und das zeigt 89 und 99 Cent. Dann habe ich hier noch meine Wimperzange, die habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, weil, ja, braucht ihr, denke ich mal, an jeder zu Hause, zumindest Leute, die Wimpernzangen benutzen. Nicht jedem gefällt das Wimpernzange, aber ich finde es eigentlich ganz cool, so kann man die Wimpern nach oben biegen. Und dann zeige ich euch noch meine Pinsel, das ist mein Beauty Blender, habe ich auch schon angefeuchtet. Und mein Bronzerpinsel, ein paar Lidschattenpinsel, Puderpinsel, Rougepinsel und Augenbrauen. So, ich habe mein Gesicht vorher schon eingecremt. Ihr könnt ja jede Creme nehmen, die euch gefällt, ob sie teure oder eine günstige ist. Es kommt drauf an, welche Problemhaut ihr habt. Und wir beginnen jetzt. Zuerst mache ich meine Haare aus dem Gesicht, weil die stämmig beim Schwingen. Und dann benutze ich diesen Katzenhaarreif. Ich sehe so süß aus. Ich stelle ich jetzt mal ein bisschen näher her, mit dem ich genau sehen könnt. So, jetzt müsstet ihr mich sehen können. Ihr seht, noch die Leinwand ist leer. Und ich beginne jetzt mit der Fit Me Foundation in der Farbe 102. Das ist die Mitte mit hellste Farbe. Die passt mir vom Farbton eigentlich ganz gut. Ich habe hier noch meinen Spiegel. Und die werde ich mir jetzt erstmal ins Gesicht tupfen. Ihr müsst gucken, ob ihr davon mehr oder weniger braucht. Ich brauche davon eigentlich nicht so viel. Ich mache gerne noch ein bisschen was am Hals, um keinen Rand entstehen zu lassen. Meine Haare passt sich beim Hautton eigentlich ganz gut an. Aber ich finde, wenn man den Hals noch mitmacht, dann schadet das nicht. Und das arbeite ich jetzt in einem feuchten Beauty Blender ein. Ob es eintupft oder ein Kreis, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich tupfe mein Make-up lieber ein, weil ich es einfach so angenehmer finde.
Aber das ist wieder jedermanns Sache. Die hat so eine mittlere bis leichte Deckkraft. Das heißt, wenn ihr nicht gerade übersät mit Pickeln seid, dann finde ich das eigentlich ganz gut. Ihr braucht übrigens nur, weil ihr ein paar Pickelchen habt, braucht ihr keine stark Foundation, weil dafür ist eigentlich Concealer da, um Pickel und Unreinheiten zu verdecken. Also mal ganz nebenbei. Ihr müsst euer Gesicht immer vorher schön eincremen, sonst ist eure Haut danach so trocken. Umso besser die Haut über dem Make-up aussieht, so sieht sie auch besser mit Make-up aus. Dann habt ihr nicht das noch so ein bisschen am Hals. Und damit ist die Foundation jetzt aufgetragen. Gut, hier und da sind noch diese zwei Päckchen, aber die decken wir jetzt eben mit Concealer, weil dafür ist ja wirklich Concealer da. Da benutze ich zuerst den Catrice Camouflage Concealer in der hellsten Farbe. Dann nehme ich aber meinen Concealer-Pinsel. Gehe damit so zwei, dreimal durch. Und gebe das jetzt auf meine Unreinheiten, auf meine Rötungen und auf meine Augenringe. Ganz stark zumindest auf meine Augenringe. Wie schon mit so einem Pott komme ich eigentlich relativ lange hin. Und von daher denke ich mal, kann man die 3 Euro wirklich eigentlich gut investieren. Davon noch ein bisschen was auf meine Augenlider, um meine Augen gleich schon ein bisschen zu mattieren, damit der Lidschatten gleich besser hält. Dafür gibt es eigentlich eine Augenbase, aber ich finde, Concealer macht sich dafür eigentlich genauso gut. Und dann hier ist hier oben noch so ein Pickel. Und das arbeite ich jetzt wieder mit einem nassen Beauty Blender ein. Ich habe zwar als Pickel, aber keine Rötung, zumindest keine starken Rötungen. Dadurch brauche ich den Concealer heute nicht, den grünen. Aber ich finde es eigentlich immer ganz gut, den im Haus zu haben. So. Jetzt noch ein Auge verstreichen oder das eintupfen. So, wenn das Auge jetzt eingetupft, sehe ich jetzt so aus. Und jetzt baken wir das Ganze. Es ist ganz wichtig, Concealer irgendwie zu baken oder zu fixieren, weil sonst verschmiert der Concealer, setzt sich im Laufe des Tages ein Fältchen ab und das wollen wir ja nicht. Dafür habe ich meinen von Maybelline diesen Blender, weil ich finde, damit lässt sich das ganz gut einarbeiten. Dann brauche ich wieder einmal meinen Spiegel. Ja, so, da ist er. Und jetzt bake ich das gerne so unter den Augen, weil ich da den Concealer auch eingesetzt habe. Und gehe da ruhig ein bisschen weiter runter. Also ihr müsst das nicht genau unter dem Auge setzen, sondern könnt auch noch ein bisschen weiter runter gehen. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde Babypuder einfach eine wunderbare, gute Alternative. Und ihr müsst da keine 4-5 Euro für so ein transparentes Puder ausgeben. Wenn ihr es nur leicht drauf tragt, dann habt ihr auch nicht so einen weißen Schatten oder so. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Ihr dürft das natürlich kilometerdick nicht auftragen. Ne? Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Das ist einfach nur, damit der Concealer nicht verwischt im Laufe des Tages. So. Ich zeige euch gleich einmal, wo ich das Puder überall aufgetragen habe. Können wir auch gleich das Gesicht vorbereiten auf den Bronzer, den ich gleich auftragen werde. So, ihr sehen könnt, ich habe das Puder jetzt hier unter den Augen aufgetragen. Nasenrücken, hier oben an der Stirn, hier unten ein bisschen am Kinn und hier an der Seite, um gleich schön zu konturieren. Dann mache ich jetzt zunächst meine Augenbrauen, dann benutze ich einen, habe ich gar nicht gezeigt, einen von Essence in der mittlersten Farbe. Das ist ein Augenbrauenstift mit so einer Bürste an der anderen Seite, also finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, kostet die 3 Euro, das habe ich jetzt gar nicht mit aufgeschrieben. Und fülle damit so ein bisschen meine Augenbrauen aus, nicht zu stark, weil ich einfach finde, so sieht es natürlicher aus. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie oft ihr eure Augenbrauen zupft, ob ihr die nur einmal pro Woche zupft oder alle 2-3 Tage. Ich zupfe meine 1 bis 2 Mal die Woche, kommt drauf an. Also ich versuche es an jede Woche zu machen, weil sonst füllen sich meine Augenbrauen so schnell auf, dass ich so schnell gar nicht gucken kann. Das bürste ich jetzt noch aus. Ihr seht, die sind schön aufgefüllt, aber ich will die Kante nicht so hart erscheinen lassen, deswegen bürste ich die jetzt noch aus mit der Bürste.
könnte jetzt gerne noch transparentes Augengel verwenden, aber das brauche ich nicht, weil ich finde, dass die Augenbrauen auch so halten. So sieht der Zwischenergebnis jetzt aus. Und ich bin voller Puder, Leute. Super. Aber es passiert mir grundsätzlich. Und als nächstes beginnen wir jetzt mit der Revolution Palette. Die sieht so aus. Ich denke mal, ich werde mit der Farbe starten. Ich werde auf jeden Fall bei den neutralen Tönen bleiben. Ich werde das Gold ein bisschen mit reinnehmen und halt ein paar Brauntöne. Aber als allererstes werde ich das Auge mit dem Rosaton erstmal ein bisschen mattieren und darauf vorbereiten. Einige Produkte musste ich mir fürs Video holen. Einige Produkte habe ich schon hier gehabt. Wie zum Beispiel die Lidschattenpalette. Ich habe überlegt, ob ich erst eine Essence-Lidschattenpalette nehme. Aber ich denke nicht, dass ich das brauche. Ich trage den rosa Lidschatten übrigens hier auf den kompletten Augenlid auf. Weil der eigentlich nicht sehr stark deckend ist. Und von daher könnt ihr den ruhig aufs komplette Augenlid auftragen. Und wie schon, falls ihr überhaupt gar keine P oder kaum Unreinheiten habt, dann braucht ihr auch nicht unbedingt eine Foundation. Da reicht es einfach nur, wenn ihr Concealer und ein bisschen Puder nimmt, dann spart ihr euch nämlich dementsprechend die Foundation. Ne? Mal im Ganzen nebenbei. Leute, ich habe jetzt diese rosa aufgetragen. Das sieht man jetzt nicht, aber es ist schon ein leichter Unterschied zu sehen. Dann gehen wir jetzt mit dem nächsten Pinsel, ist das der hier. In so einer Art hellbraun Gold, das ist der hier. Der ist ein bisschen dunkler. Den benutze ich aber auch nur, um das Gold, was daneben ist, ein bisschen besser zu zeigen, zum Ausdruck zu bringen. Das tupfe ich jetzt hier in dem Winkel ungefähr bis zur Mitte. Weil am Außenwinkel würde ich gerne ein leichtes Schwarz bis Dunkelbraun setzen, um dem Auge ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Wenn ihr öfters gerne Make-up-Videos sehen wollt, dann hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid, dass euch die Videos gefallen. Ich nehme mal mein Spiegel, damit ihr mich auch mal zu Gesicht kriegt hier. Sonst bin ich ja die ganze Zeit nur da unten. So, und jetzt gehen wir nochmal das Gold dran, weil ich das Gold, Leute, ich finde das so mega, mega schön und echt hammer pigmentiert. Also da kann man sich echt nicht drüber beschweren. Ich finde das eigentlich mega, mega schön. Und der Grund ist, warum ich sowas wohl jetzt noch drunter gelassen habe, weil manche Lidschatten bröseln. Und wenn das dann auf eurer Auge bröselt und eure Foundation und Concealer und ihr das versucht wegzuwischen, dann verschmiert das ganze Make-up und dann könnt ihr wieder von vorne anfangen. Das ist der Grund, warum ich dieses Bake mache. Ich nehme so mich jetzt mal näher ran hier. Seht ihr das? Ich finde das eigentlich mega, mega schön. Ich mache das jetzt noch ein bisschen intensiver, damit ihr nochmal genau sehen könnt, was ich hier mache. So, dann gehe ich mit meinem Pinsel von MAC, der sieht übrigens so aus, in eine dunklere Farbe, in einen leichten rosa Braunton. Das ist der hier. Ich ziehe mich jetzt noch ein bisschen weiter zurück. Das ist der hier. Und den beginne ich jetzt hier in meine Lidfalte reinzusetzen. Ich finde, das sind auch sehr schöne Herbsttöne bei. Und setze ihn jetzt in meinem äußeren Augenwinkel an und verblende das bis zum beweglichen Lid. Also, was ihr so bewegen könnt, falls ihr nicht wisst, was das ist. Aber dieser Rosaton soll nur auf die Vorbereitung auf einen Braunton sein, damit die Farbe gleich ein bisschen besser zur Geltung kommt. Und dann gehe ich jetzt in diesen Braunton rein, das ist der hier. Und gehe damit nochmal ein bisschen in die Lidfalte rein. Und im äußeren Augenwinkel gehe da meist mit dem Pinsel so ein bis zweimal durch. Das reicht locker, weil die Lidschattenpalette verdammt, verdammt gut pigmentiert ist. Und darum braucht ihr da gar nicht so oft reinzugehen in die Lidschattenpalette. Das gleiche mache ich jetzt natürlich noch bei der anderen Seite. Ihr seht schon, das Auge wirkt, finde ich, optisch größer und dreidimensionaler. Also wieder im äußeren Augenwinkel setze ich den Pinsel an
tupfe das so ein bisschen an, verblende das dann in die Lidfalte. Aber nicht komplett, sondern ungefähr nur bis zur Mitte. Und gehe dann nochmal mit dem Goldpinsel in den Goldton rein. Oder mit dem Goldpinsel in den Goldton. Und tupfe das nochmal auf die Stelle, um das Braun und das Gold so ein bisschen ineinander zu verlaufen lassen. Und damit ist das Ergebnis jetzt fertig. Ich mache mal ein Auge zu, ein Auge auf. Ihr seht schon das Ergebnis. Ich finde es eigentlich mega, mega schön und auch finde ich sehr alltagstauglich. Da beginnen wir jetzt weiter zu konturieren. Dann nehme ich gerne meinen Konturierungspinsel. Ich stelle ich mal ein bisschen höher hier. Nehme ich gerne meinen Konturierungspinsel und halt das Blush von B7 und gehe damit jetzt rein. Je nachdem, wie intensiv ihr es haben wollt, müsst ihr halt gucken. Ihr müsst halt auch gucken, dass ihr da echt sparsam mit umgeht, weil der Ton schon extrem gut pigmentiert ist. Ich klopfe den Pinsel dann noch so ein bisschen ab noch, um nicht ganz so ein krasses Ergebnis zu erzielen, sondern einfach, dass man so ein bisschen wacher und frischer aussieht. Und wenn ihr nicht wisst, wo eure Wangenknochen sind, gebe ich euch einen guten Tipp. Macht einen Fischmund und dann seht ihr eure Wangenknochen eigentlich auch schon. Eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Also ein cooler Trick. Falls ihr mit Bronzer noch nicht umgehen könnt, macht euch da keinen Kopf. Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, bis ich mich mit dem Bronzer irgendwie anfreunden konnte. Verteile das hier. Geh hier hoch bis zur Stirn, einmal rum und komm hier wieder raus. Also fang da theoretisch wieder an. Um mein Gesicht so ein bisschen wacher und frischer aussehen zu lassen und nicht so eintönig. So. Je nachdem, wie intensiv ihr es haben wollt, müsst ihr halt aufpassen. Dann gehe ich noch ein bisschen am Nasenflügel entlang und hier unten. Und werde jetzt das weiße restliche Puder entfernen. Und die Kante hat wunderbar geholfen. Jetzt hat sie nämlich so eine schöne spitze Kante. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und entferne jetzt auch noch das Puder hier. So Leute, das ist jetzt das Zwischenergebnis. Ich finde es eigentlich gar nicht mal schlecht. Und falls ihr euch nicht wundert, meine Haare sind noch was. Ich habe sie vorhin erst gewaschen. Ich werde jetzt mal zurückzoomen hier. So sieht das Ergebnis bis jetzt aus. Ich finde es eigentlich ganz schön. Und wenn ihr mit der Kontur noch nicht ganz so zufrieden seid, dann müsst ihr nicht nochmal mit eurem Pinsel reingehen, sondern ihr habt eigentlich noch genügend Produkt an eurem Pinsel dran, um die Kontur noch ein bisschen zu definieren, um die Kanten nicht so hart erscheinen wirken zu lassen, gehen wir dann nochmal mit einem Puderpinsel drüber. So, wenn wir das haben, benutze ich als nächstes das Blush von Essence, das ist die Beach Blush. Da muss ich echt vorsichtig sein mit der Farbe, weil es echt sehr, sehr pink ist. Aber ich finde den Farbton eigentlich ganz schön, wenn ihr es nicht gerade übertreiben wollt. Ich klopfe den Pinsel auch ein bisschen aus, nehme wieder meinen Spiegel und trage das auf meinem Apfelbäckchen auf. Ich finde den Trick eigentlich ganz cool, weil man lächelt. Dann seht ihr eigentlich eure Apfelbäckchen schon und da könnt ihr dann das Blush auftragen. Das ist eigentlich auch noch ein Trick, den ich heute eigentlich ganz gerne verwende. Zumindest wenn ich es eilig habe. Ihr könnt mir mal eigentlich sagen oder in die Kommentare schreiben, auch wie lange ihr grundsätzlich zum Schminken braucht. 10 Minuten, 15 Minuten oder vielleicht auch länger. Also je nach Augen-Make-up brauche ich zwischen 5 und 10 Minuten. Wenn das Make-up natürlich den ganzen Abend halten soll, brauche ich auch mal 15 bis 20 Minuten. Also es kommt ganz auf das Make-up drauf an. Und verblende das Rouge auch ein bisschen nach außen. So, damit ist das Rouge jetzt auch fertig. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Schritten. Und zwar biege ich mir jetzt erstmal meine Wimpern hoch mit meiner Wimpernzange. Meine ist jetzt von Essence. Aber ihr könnt da eigentlich jede nehmen, die euch gefällt. Ich zeige euch einmal das Vorher-Nachher-Ergebnis, damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, was ihr noch nie mit der Wimpernzange... Oh Leute, da unten ist noch Puder. Was ihr noch nie mit der Wimpernzange gearbeitet habt.
Wenn ihr das Ergebnis gleich mal hautnah seht. So Leute, das ist jetzt meine Wimper nach oben gebogen. Ich zoome euch mal näher ran, damit ihr das seht. Die ist jetzt nach oben gebogen und die ist eigentlich noch platt nach unten gedrückt. Also ich finde, man sieht da schon einen Unterschied. Und das mache ich jetzt auf beiden Seiten. Setze die Wimpernzange komplett bis hinten an. Drücke die hoch für ungefähr 10 bis 15 Sekunden. Kommt ganz drauf an, wie lange ich brauche. Und gehe dann mit meiner Essence Mascara, wenn ich die jetzt mal aufkriegen würde. Ja, jetzt habe ich es. Das Bürstchen sieht übrigens so aus, es sorgt für ganz viel Volumen in den Wimpern. Also eigentlich finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ich streibe meist noch Mascara ab, weil das viel zu viel Produkt aufnimmt. Und ich will die Wimpern halbwegs natürlich aussehen lassen und nicht boom, geflasht. Und setze die Wimper hier an und arbeite in so einem Zickzack-Muster. Oh Leute, jetzt habe ich Mascara an am Spiegel. Lupi. Und arbeite in so einem Zickzack-Muster, um wirklich alle Wimpern irgendwie zu erwischen. Und ich finde einfach Mascara, wenn ihr echt sagt, ihr braucht morgens nur zwei, drei Produkte auf Mascara, könnte ich glaube ich nicht verzichten, weil ich einfach finde, Mascara auch den größten Effekt, wie ihr sehen könnt. Und setze die Wimpernbürste auch unten an. Und was ich dann ja zum Schluss mache, ist die Augen zu und tusche die Wimpern nochmal von unten nach oben, um wirklich jede einzige Wimper zu erwischen. Das gleiche mache ich jetzt kurz auf der anderen Seite. Ich hoffe, das ist ein etwas längeres Video und euch schadet das nicht, also ihr habt trotzdem Spaß dabei. Nachdem ich das gemacht habe, waren die letzten Schritte. Und zwar trage ich jetzt einmal schon mal meinen Lipstick von Babylips auf. Der kostet 3 Euro und ich finde, der gibt eine super schöne natürliche Farbe ab. Ein super schönes Nude. Und dann gehe ich mit meinem Fächerpinsel, der ist hier, klein aber fein, gehe ich damit in meine Glow and Highlighter Palette. Und dadurch, dass ich finde, dass wir noch nicht genug Gold auf den Augen haben, benutze ich jetzt noch diesen Goldton. Und setze den hier auf der Nasenspitze an. Nasenrücken. Lippenherz. Und halt hier oben an der Schläfe. Was heißt die Schläfe hier? Obere Wangenknochen. Was habe ich denn mit der Schläfe heute? So. Damit ist das Make-up jetzt komplett. Ich hoffe, euch gefällt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Danke, dass ihr dran geblieben seid.